Okay, auf zum nächsten Rennen. Rennen auf Autopolis. Lakeside. Seeseite. Okay, noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Am liebsten würde ich hier mal einen Arsch fahren. Irgendwie so. Ein aus. Ja, keine Ahnung. Also jetzt nicht zu hart, nur sonst gleich so anstoßen. Egal, jetzt fahren wir in Autopolis. Oder wie auch immer das heißt. So. Bam, 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 bam. So. Rein in die Lücke. Mann, warum ist das Heck gerade so leicht ausgebrochen? Das gibt's ja gar nicht. Übersteuern. Die anderen sind aber auch relativ schnell, wenn ich das mal so anmerken darf. Und ich darf. So, der hat mir fast gedreht, aber die Strecke war zu Ende. Jetzt sind wir schon auf Platz 2, oh, das ist ja angenehm. Den kriegen wir auch noch. Ich hänge die Ende. Du weißt es doch auch. So, gut, 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 gut. Das haben wir mal hinter uns. Ja, jetzt habe ich mal kurz die Fresse gehalten. Ah, jetzt hier schon wieder. Hier, das sind so ein paar Bodenwellen, die ein bisschen das Heck ins Schleudern. ins Schleudern. So, hier sind wir auch gerade ein bisschen weit rausgekommen, aber haben das Verfolgerfeld schon, tja, um eine gute Sekunde abgehangen, würde ich mal sagen. Aber eine Sekunde ist gar nichts, denn ein Fehler. So ein Dreher, würde ich mal sagen, dafür braucht man schon 15 Sekunden Vorsprung ungefähr. Jetzt können wir ja gleich sehen, wie viel es ist. Nein, können wir doch noch nicht sehen? Ich dachte nicht. Runde sei ja zu Ende. Yeah, das ist das. Oh, das ist aber ein feiner Drift hier so. So, jetzt noch einmal diese Spitzkehre mitnehmen. Diese Spitzkehre. Ich weiß, man hat mich gerade am Anfang, als ich angefangen bin mit Let's Play, nicht so ganz gut verstanden. Das will ich jetzt ein bisschen ändern. Ich habe ja auch die Audioqualität hochgeschraubt. So, yeah. Ah, wieder nur 4000 Geld. Okay, weiter, 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 weiter. Fahrer Level 4. Oh, sind wir aber weit. 4 von 50. Gut gemacht, du hast die nächste Stufe freigeschaltet. Annehmen. Natürlich nehmen wir das an. So, sowas nimmt man auch gerne an. Und jetzt ein Intro für die nächste Stufe. Das ist ziemlich gut, du entwickelst deinen eigenen Fahrstil. Jetzt musst du dein Talent auf anspruchsvolleren Strecken zeigen. Silverstone. Ein paar Duelle stehen auf dem Programm. Mitsubishi Motors. Lotus. Den sind wir ja eben gefahren. Ein schönes Auto eigentlich. Fährt sich besser, als ich irgendwie dachte. Ich weiß gar nicht, warum ich so ein schlechtes Erinnerungsbild habe von dem Lotus Elise. Jetzt, wo du den Sprung geschafft hast, werden wir stärkeres, leistungsfähigeres Material bekommen. Okay, machen wir den Wagen fertig, damit du wieder auf die Strecke kommst. Ich glaube, ein Rennen fahren. Oder wollen wir gleich mit Stufe 2 anfangen? Ich meine, wir haben 78.000 Geld. Lass uns doch mal beim Autohändler gucken. Garage, Autohändler. So, das war unser... Ah, wir müssen eine Stufe aufsteigen. So, das sieht ja schon mal viel besser aus. Hinterher kommen wir gar nicht mit den anderen.
Ich kaufe mir lieber immer ein neues Auto, wenn ich das Geld habe, anstatt zu tunen. Aber tunen machen wir natürlich auch. BMW M3. Oh, Stufe 4,1. Den Audi können wir uns auch leisten. Stufe 6,4. Das ist ja schon ganz ordentlich. Was haben wir hier? 6,4, der neue. Oder ein neuerer M3. Gut, da sehen wir den Preisunterschied. Ich glaube, ich wäre für den Audi. 6,8. Das hat der Chevrolet. Dodge Challenger. Er ist natürlich ein schönes Auto, ein sehr schönes Auto, aber diese ganzen Ami-Autos, die brechen wirklich im Heck immer sehr leicht aus. Boah, und der ist einfach herrlich. Schöner als der, ja, neue ist das. Das ist ja der, glaube ich, 2004er, 2005er Version, oder? Also 2005er Version von Mustang. Lotus Elise 5,1 hat er nur. Mazda RX-7 5,6, 5,9, mach mal bis 7, oh, ja, den hätte ich gerne, aber der ist ziemlich teuer. Wie viel hatte der Audi nochmal? 6,4, glaube ich, oder? Ja, den können wir ja ein bisschen tunen. Das Handling, wie ist denn das Handling? Das Handling sieht eigentlich sehr gut aus. Ich würde sagen, den wählen wir mal aus und verfügbares Geld. Speichern. 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 Okay. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Optik. Das hatte ich mir sowieso mal vorgenommen. Was nehmen wir denn mal für eine Farbe? Rot. Die geht noch nicht. Perleffekt, Chrom, Matt, Flip, Hochglanz, Metallic, Chrom. Oh, natürlich Chrom. Was haben wir denn hier? Haben wir dann so ein... Ah, ich hab's mir irgendwie geiler vorgestellt. Wie wär's denn hier mit so einem Rot? Ja, das sieht schon sehr gut aus. Mal ein bisschen stärker hier. So, das ist optimal. Karosserie, Motorhaube. Ich würde beim Heck gerne etwas schwarz machen. Stoßfänger. Ach, den wollte ich gerne matt machen, aber es geht nicht. Oder wir machen einfach Hochglanz. Und machen einfach zurück und speichern. 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 Wenn ich mir das so angucke, dann sieht das... Ach, wir machen jetzt einfach mal weiter. Tuning, was haben wir denn hier als so? Natürlich wollen wir die erweiterte Tuning-Funktion nutzen. Reifendruck. Das Handling soll gut sein, ne? Dann schrauben wir doch mal den Reifendruck ein bisschen höher. Vorne, hinten hat der Heck- oder Frontantrieb? Ich glaube Front, oder? Ich glaube, das schrauben wir mal auf 34,5. Und... Mit diesen Einstellungen kannst du genau wie mit dem vorderen Reifendruck die Balance des Wagens. Hier stellst du die Bremskraft. Hier stellst. Halt. Maul. So, wo machen wir jetzt? Ach so. Ach. Alles geht noch nicht. Also, es geht noch nichts eigentlich sozusagen von den. Spoilern, Heckspoilern. Gut. Machen wir mal ein Stufe 2 Rennen mit unserem neuen Audi RS4. Yeah.